Servus Leute, willkommen bei TNT Gaming mit unserem wunderschönen Thomas und dem wunderschönen Ja. Tobi, das bin ich. Ja, heute wieder beim EA-Schild. Du Scheiße. Oh mein Gott, das hat er nicht gemacht. EA-Schild ist wieder am Shield ist wieder am Start. Letztes Mal sehr erfolgreich mit 0:1 verloren. Ja. Erste Runde übrigens mit 0 zu 1 verloren. Wir wollen jetzt probieren, das besser zu machen. Wir wollen euch mal zeigen, wie die zweite Runde aussieht. Hoffentlich schaffen wir das bis dahin. Ja, hoffe ich auch. Kann nur schlimmer werden. Besser. Und ja, schauen wir einfach mal. Mal gucken, wie viele wir diesmal verschießen. Ich lach dann später, ja? Ach, ich hab doch auch schon einen verschossen zu der Journey heute. Jetzt könnte es gefährlich werden. Schussversuch. Schon ein Teil. Es ist nicht ein wahr. Anderes Spiel, 120 Minuten und kein Tor. Hier 1 Minute 40 und das Ding ist drin. Ja, aber auch wieder über den Pfostentreffer erst. Ja, das ist doch normal mittlerweile. Man könnte ja einfach mal direkt treffen, weißt du? Vielleicht sollten wir unser Channel in die Pfosten umwandeln und nicht in Team-Gamer. Ja, da spielen Tommy und Thomas. Nein, direkte Tore. Und geil. Das erste Tor ist schon gefallen. Freu ich mich. Haben wir schon mal sehr geil eine auf Bude. Jeden Fall. Vielleicht geht's diesmal nicht in die Verlängerung. Nee, die Typen, die schickt man nach Hause, ey. Du kannst nach Hause gehen, du alte Scheiße. Jo, der Torwart ist auch Großklasse. Sehr schön. Jetzt. Sehr nice. Ach, diese Computerpimbos. Oh, hi. Klasse gespielt, guter Boah, Steuerpass. Was da einen Ball zu kriegen, ist auch der größte Krebs. Schade. Wo spielt er denn hin? In die Walachei. Das könnte gefährlich werden. Boah. Ich sehe nur, Babyblau um mich rum, ey. Nein, hätte ich den nicht angefordert hier. Shit. Hier. Ich hab ihn erstmal verletzt. Den hält er super. Ah, Ecke raus. Ecke. Aber eben, ey, weißt du, ich stehe mitten in diesem Babyblau und da kannst du nichts machen, ey. Siehst du immer nur Babyblau. Das sieht auch richtig gut aus. So. Kurz vor, als ob du in so einem Jungenzimmer wärst, so einem Babyjungenzimmer. Er köpft ihn. Ja, wenigstens nicht mal dran gekommen. Das lief am letzten Spiel gar nicht bei den zwei Ecken, die wir hatten. Kein Kopfballduell gewonnen gehabt. Oh, der war auch stark. War stark behauptet. Oh, mit den Pässen fehlt. Der war von mir stark verloren. Das könnte eine Gelegenheit werden. Oh, ey, überall sind sie, ey. Meiner ist wieder der größte. Ich sag nix. Oh ja, Messi ist wieder am Start. Alles klar, die kann ich ja am besten ab, die Typen. Nennen wir einen Spieler Messi. Vielleicht sieht man den Typ mal bei RTL und er macht irgendeine Messi-Sendung mit, wo er alles aufräumen muss. Aber mehr ist da nicht Messi. Nein! Guck dir den Typ an! Das sind so Typen, die im Saisonmodus geil. Nur mit Real und Barcelona spielen, weißt du, mit den Vereinen, wo du nicht viel können musst. Ja. Da musst du nur wissen, wo sprinten, auf welcher Taste sprinten ist und das war's. Und Kreis. Die haben so ein bisschen, die haben auch, die müssen ja wissen, wo sprinten ist. Die fragen einmal Mama und die klebt dann schön Tesa drüber und dann ist gut. Klasse Technik! Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ey, übelste Panzer wieder am Start hier. Und meine verhält sich wie der letzte. Flanke kommt, wird das die Chance. Er holt sich die Flanke, gut gemacht. Weil gewinnt das Kopfballduell nicht, weißt du? Vorne, wo es wichtig ist. Ja, gut, dass ihr so doof seid. Und jetzt aber. Komm in die Mitte, komm in die Mitte. Ey, das Ding, das hab ich angepustet, den Viereck. Ich verstehe ja, wie man den kleiner machen kann. Ich hab das Ding angepustet. Verreck ich. Ja, es müsste mal eine zündende Idee kommen. Das gibt es nicht. Er ist immer dazwischen mit seinen Gichtknochen. Einwurf.
Ich weiß, wir haben nicht sonderlich viele Zuschauer momentan, aber wenn irgendeiner weiß, wie man diese verfickten, dreckigen Scheiß Flanken kürzer und präziser bringt, dann bitte schreibt das in die Kommentare, bitte! Gute Idee, dieser Ball. Super Flanke. Ich weiß nur, wie sie flach zu spielen sind, das weiß ich. Ich musste zurückgehen wie abseits. Flach und halb hoch, das check ich. Ja, aber ich aber bin wirklich sobald du das Ding so antippst, geht das meistens über den ganzen Strafraum drüber wie eben. Und das ist halt echt ärgerlich. Per Kopf verlängert. Jetzt müssen sie aufpassen. Boah, ich kann da nicht durch. Der andere, dieser Messi, der steht über den kompletten Weg, ey. Da kommt der Schuss. Wichtig. Ja, ich hätte spielen sollen, wahrscheinlich. Ja, eventuell. Das will ich nicht sagen, aber... Ich glaube, der eine Verteidiger irgendwie weiter hinten war, keine Ahnung warum. Ja, nein, halt ich hatte gerade einen schweren rechten jetzt Daumen, das tut mir echt leid. Na, also. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. hat's aber mal einen Bleifinger auf dem Kreistaste. Ja, Mann. Abwehr wird das nicht leicht. Der Bleifinger. Und damit ist der Ball weg. Hast du. Ich hätte mal weggepasst, sonst hätte er mir direkt weggenommen, ey. Wird das eine Torchance? Komm schon, Schulz, du schaffst es. Der Ball kommt. Der Ball kommt, aber der Verteidiger ist dazwischen. Wir hatten damit gerechnet. Ey, das ist doch nicht wahr. Geil. Beste Slapstick-Anlage ever. Normalerweise müssen wir da echt mal noch eine Slow-Mo einbauen für so einen Scheiß. Alter, dick und doof ist nichts dagegen. Nee. Oh, jetzt habe ich mich schon wieder fast eingeschifft. Gib ihn doch gleich weiter, Junge. Gibt's jetzt die Aha! Oh, spiel ihn doch genau und nicht so. Ich habe ihn zwar angefordert, aber einfach, dass er mir auflegt. Das war alles. Das war alles. Mama, Mama. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Ja, Messi, Suarez, wo ist Neymar, Alter? Ihr habt doch bestimmt noch einen Neymar. Ja. Er hat bestimmt schon Bettruhe von Mama gekriegt. Es gibt 3 Minuten obendrauf, wurde gerade angezeigt. Das könnte gefährlich werden. Jetzt vielleicht. Oh, und wieder drüber. Oh. Ich drück fast gar nicht doll. Drück doch, du hast Bleifinger. Was hab ich denn für ein Deutsch, Mann? Gut Deutsch, ich haben du. Du hast doch Bleifinger da. Kannst du schlecht die Kreistaste loslassen. Deswegen kommt eine Balken voll geklatscht. Mann, ey. Nächstes Mal bitte rein, Thomas, okay? Dankeschön. Es ist wie bei dir mit den Flanken. Ich drücke nicht doll. Ja, werd wieder persönlich. Immer wie bei mir. Anstoß und damit läuft die immer zweite wie bei Tommy. Dieser Partie. Immer wieder Tommy, der macht die Erinnerung. Jetzt könnte es gefährlich werden. Oh, war ja klar. Hey, ich hätte ja auch abfangen können. Ey. Rennet immer, nee. Du alte Sau. Zieh zu. Ich kann diese Fummelscheiße nicht. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Ich laufe bis hinten durch und check's gar nicht, ey. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Ich habe auch so einen blinkenden Bleidaumen, der ganz an der rechts liegt irgendwie. Messi. Rupfen um, ey. Da schickt er den Mitspieler. Soto. Ach, den war ja auch nur so Sache der Zeit. Wenn die ganze Zeit dahin passen, unsere Abwehr guckt zu und kriegt Däumchen. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Oh. Die Chance für Führung. Aber Junge. Messi. Ich schieb dir recht.
wird's jetzt gefährlich. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Geil. Der Tommy fordert an, ich bekomme. Im Moment kommen sie nicht richtig durch, die Abwehr steht gut. Jetzt und jetzt aber. Ja, ist nicht wahr, gell? Mann, seine Mega-Kochornis hängen wieder richtig in den Beinen, ey. Es war immer die Eier reingehängt, damit der Ball nicht durchkommt. Ich verreck, Mann. Immer kommen die scheiß Zinken von denen dazwischen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Mach rin die Kacke. Ja, Mann! Rin mit der Bude! Jetzt liegen sie hier vorne in dieser EA Shield. Soll ich einen Arzt rufen? Du alte Sau. Ich hab sogar eine Trophäe gekriegt, modernes Torwartspiel. Ein Moment für die Ewigkeit, vielleicht für den vermeintlichen Underdog. Jetzt sauber, ey. Nice one. Wolf, ganz ruhig, das wird noch ein ganz hartes Stück Arbeit. Die müssen konzentriert bleiben. 2-1, hier ist noch Bam, Junge, klatschen muss es. Pass auf, der macht leider Finte und dann geht das Ding nach hin. Da holt er den Ball zurück. Das ist typisch, wenn du ein Tor schießt und die kommt direkt wieder auf Konte nach dem Tor, dann fliegt direkt wieder ein. Jo. Der Einwurf könnte ihnen jetzt eine Chance. Manchmal muss es bis hier hinregen bei unseren Mitspielern. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Die Defensive steht. Mach schon defensiv mit, da wo kein Tor mehr fällt. Ich tue jetzt auch nicht besonders die beste Verteidigung. Gute Aktion. Messi. Ja, ich bleib jetzt auch hier vorne ein bisschen mit. Ja, ich drück direkt. Gut verteidigt hier. Klose. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Bevor der mal vorbeiläuft, Mann, Junge! Er läuft dreimal gegen ihn. Dieser behinderte Spast. Ah, er steht da auch wie ein Schrank bewegt. Ich kann es ja nicht und nicht immer wieder gegen die Wand. Bam, bam, bam. Gibt der in seine Schulter Kopfnüsse oder was? Mit der Grätsche holt er sich den Ball. Na, Mann. Also, was heute für ein dreckiger Tag bei mir in FIFA ist, gibt's gar nicht. Gute Möglichkeit. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seiten aus. Sauber vom Ball getrennt hier. Nee, Junge. So. Gut gearbeitet, er hat den Ball. Boah, schon der liegt wieder schon Ausdauer. Vor ihm auf dem Boden, er rennt trotzdem davor, gell? Schon wieder Ausdauer in die Luft geblasen, ey. Ich hab so das Gefühl, das Ding ist rar bei mir. Und wie? Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Da muss ich sagen, habe ich jetzt nicht so viel Probleme. Viertelstündchen haben wir noch. Ja. Na gut, was soll ich da machen? Ball weg. Nee, nee, wir haben jetzt. Der Angriff sah gut aus, aber dann wollten beide was anderes, glaube ich. Ich war noch ganz woanders beim Drücken gerade eben und ich weiß nicht, ob ich gespeichert hatte. Sie sind keine Ahnung. Geduldig und warten auf die Lücke bei der. Ich geh ran jetzt. Kann euch sein, dass ich als Stürmer immer mit zurück muss, weil die zu dämlich sind. Ach. Ich Sensler über ein Depp hier um. Geht er rein? Schaffen Sie es noch? Sehr behindert. Warum passt man dann so einer Situation nochmal? Da wird draufgeledert. Der Blick. Foul. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Und kommt gleich so, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was, Buschi? Auf jeden Fall ist es extrem eng und spannend. Und die Fans merken auch, dass jetzt nochmal Unterstützung gefragt ist. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Oh! Ey, ganz ehrlich, was? Kann ich nichts machen? Der Typ, der ist so geistig behindert, Mann! Messi. Wenn Blümchen auf dem Rasen hier wachsen würden, würde er sich eine Krone basteln, anstatt Fußball zu spielen. Ich check's eh nicht. Jetzt wird's gefährlich. Er ist da und kann den Ball hier klären. Chance ist vorbei. Der Spieler ist. Und der Typ, der hat sein Handy in der Tasche, spielt Farm Heroes, sage. Schleichwerbung. Bist doof.
da verlieren sie den Ball. Soll mir erstmal Geld geben, mal Schleichwerbung. Konzentriert verteidigen. Und der Ball ist weg, das war unnötig. Messi! Ja, Messi war wieder am Start. Nee, aber ganz ehrlich, was soll ich da machen? Ich kann immer als Kreis drücken. Der Depp, der drückt das Ding immer. Muss einfach fast nur den Kopf reinhalten. Das wäre noch sicherer gewesen. Ganz easy Ding wäre das Ring. Aber ich merke hier schon, das Pro Club ist vielleicht nicht so das Beste, was ich machen kann heute. Ach, Mann! Ja, der Torwart, der ist draußen, kriegt den Ball zu uns gechippt. Was machen die denn? Klose. Egal. Gewonnen. Oh, was ein Krampf. Und Leute, ey. Wie ihr seht, es geht auch anders. Man kann auch im Pokal gewinnen, die erste Runde. Ja, gut. Kann man manchmal. Obwohl schon ein harter Kampf war gerade. Ein harter Krampf, ja. Na gut. Ja. Die Runde 2 vom Pokal seht ihr im nächsten Let's Play. Oder was heißt Let's Play, aber im nächsten Spiel Pro Club. Jo. Macht's gut, Leute. Ciao mit V. Tschö.